Bei uns in unserem privaten Gym ist die Philosophie folgendes: Wir haben viel freie Gewichte, Kurzhandler bis 75 Kilo, auch spezielle Stangen, wie ihr sie wahrscheinlich aus eurem Studio nicht so kennt, gebogene Kreuzhebestange, dann viele bewegliche Griffe, wie ihr hier auch seht, Maschinen, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, eine Kniebeugemaschine und natürlich ausreichend Gewicht, sodass wir nicht nur kompetent sind in der Sportlernahrung, sondern wir trainieren natürlich auch gern, wir leben das, was wir verkaufen. Und diese Leute, die hier trainieren, sind limitierte Leute, also das kann ja auch nicht jeder trainieren, sondern der einfach in unsere Philosophie reinpasst und der Gleichgesinnten. Wir haben hier auch bei unseren wenigen Mitgliedern Europameister im Bankdrücken, ich selber war früher mal aktiv, ein paar Mal deutscher Meister gewesen. Also unsere Atmosphäre, unser Gym ist nicht zum Geldverdienen, sondern ist einfach für uns, dass wir klasse, schön trainieren können. Wir wollen trainieren, wir wollen nicht nur Nahrungsergänzungen verkaufen, sondern den Kunden kompetent beraten. Und dazu gehört natürlich auch ein regelmäßiges Training. Wir leben das ganze Fitnessthema natürlich auch. Jeder von uns trainiert, jeder von unseren Verkäufern trainiert. Wie man oben auch am Eingang sieht, durch verschiedene Zertifikate. Unsere Leute sind ausgebildet, Ernährungstrainer, Ernährungsberater oder Berater für Sportlernahrung. Das heißt, die haben das auch gelernt, die wissen, wovon sie sprechen. Und das wird natürlich hier im Training auch umgesetzt. Die ernsthaft trainierenden Leute bei uns kriegen auch eine Anleitung. Und dann arbeiten wir natürlich auch mit den besten Profis zusammen. Das heißt, ob das ein Erich Beil oder ein Alex Stambolidis oder wie sie auch immer heißen, die Leute kriegen von uns die Unterstützung. Und wenn sie dann im ganz professionellen Bereich tätig sind, vermitteln wir sie durch unsere Kontakte zu den entsprechenden Profis weiter. In unserem privaten Gym geht es ein bisschen anders zu wie in den meisten Studios. Seht auch hier. Aktuelle Playboy liegt immer da, aktuelle Autozeitschriften, natürlich auch die Sportzeitschriften und die aktuelle InStyle für unsere ernsthaft trainierende Frauen, dass die natürlich auch top angezogen sind. Wie gesagt, bei uns herrscht eine besondere Atmosphäre und wir haben auch hauptsächlich ernsthaft trainierende Leute hier, die sich freuen, wo jeder Hallo sagt, wo jeder Tschüss sagt, so wie es eigentlich sein sollte.